Ja, guten Abend, liebe Frau Wodin. Vielen Abend, Dank. Sie. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend auf diese Weise im Helldunkel des Internet hier bei uns eingefunden haben. Ich sitze hier leider vor einem leeren Saal, in dem wir eigentlich gemeinsam sitzen sollten. Ja, Wir ja. sind zum Glück nicht ganz allein, sondern wir haben auch Marin, die gute Seele als Technikerin bei uns, und wir haben Cornelia Geiser, unsere Übersetzerin und Dolmetscherin, auch bei uns. Und so sind wir also vier Frauen, die heute Abend auf diese besondere Weise zusammenkommen und zusammenarbeiten. Vielen Dank auch an Marin und Cornelia, dass sie hier dieses Gespräch überhaupt erst auch möglich machen. Ich möchte mit ein paar biobibliografischen Angaben anfangen, damit man sie ein wenig kennenlernt von ihrer Herkunft. Sie sind 1945, ein paar Monate nach Kriegsende, in eine russisch-ukrainische Familie von Zwangsarbeitern hineingeboren worden. Und diese Familie beschließt, nach 45 in Deutschland zu bleiben, hat aber in gewisser Weise vielleicht auch gar keine Wahl, da sie fürchten müsste, bei einer Rückkehr in die Ukraine, in die Sowjetunion, Repressionen ausgesetzt zu werden aufgrund ihres erzwungenen Aufenthalts in Deutschland. Das ist schon ein kleiner Hinweis auf das Thema, das uns heute Abend vor allem, aber nicht nur, beschäftigen wird, das Thema Zwangsarbeit. Und schon bei einem ersten Gespräch mit Ihnen haben wir beide festgestellt oder nochmal auch unterstrichen, dass dieses Thema eigentlich im deutschen Kollektivbewusstsein leider noch immer eine Randexistenz führt und viele Deutsche eigentlich sehr wenig darüber wissen. Ja. Wenn man aber sich ein bisschen interessiert dafür, erfährt man, wie viele Millionen Zwangsarbeiter auf dem Gebiet des Deutschen Reiches damals gelebt und vor allem geschuftet haben. Ja. Und auch inzwischen gibt es, muss man doch sagen, auch mehr und mehr Gedenkstätten, die aber niemals so bekannt geworden sind, wie zum Beispiel Ja. Gedenkstätten zur Shoah Ja. oder auch zu anderen Opfergruppen. Also es scheint, als ob da doch noch etwas sehr wenig im Bewusstsein ist, obwohl es schon allein von der Menge der Menschen sich um eine große Gruppe, eine sehr große, eine enorme Gruppe Ja, eigentlich handelt. ja, ja. Ja, also Sie selbst sind in diesem Lager aufgewachsen für Zwangsarbeiter und dann wird dieses Lager ja zu einem Lager für DPs, also Displaced Persons. Das heißt, die Lager hören auch nicht auf nach 1945. Es gibt eine Nein. eigenartige Kontinuität, vielleicht auch ein bisschen wie im Wort Nachkriegszeit noch immer das Wort Krieg steckt. Ja. Eine andere Kontinuität in ihrem Leben ist auch, meine ich, als ich das gelesen habe, dass sie nach dem Lagerleben dann in ein Kinderheim kommen und dann in ein katholisches Internat. Und mir kam es plötzlich so vor, als ob ihr junges Leben eigentlich über viele Jahre geprägt ist von diesen Orten der Abgrenzung und Ausgrenzung, in denen ganz eigene Strukturen herrschen, die auch nicht unbedingt gewaltfrei waren. Also sowohl Internat als auch Kinderheim in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, stellt man sich auch vor als Orte, die nicht einfach zu leben waren. Also Orte der Trennung, der Abtrennung, Distanz zur Mehrheitsgesellschaft, wenn man so möchte. Das vielleicht ein wichtiger Teil ihrer jungen Biografie. Als Erwachsene arbeiten sie nach vielen anderen Tätigkeiten, also auch sehr viele harte Brotjobs, wenn ich das richtig gehört habe. Aber sie arbeiten vor allem seit Jahrzehnten als Übersetzerin und als Schriftstellerin. Sie haben vor allem moderne, russischsprachige Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts übersetzt, die allesamt antistalinistisch waren und mindestens Publikationsverbote erlebt haben, wenn nicht sogar auch Deportation, Lager, Verbannung. Ihren ersten Prosatext, Die gläserne Stadt, eine Erzählung, veröffentlichen sie vor fast 40 Jahren, 1983.
Dem folgen dann andere Erzählungen, vor allem Romane, Gedichte, ein griechisches Tagebuch, auch eine Herausgabe von Briefen. Und schon im ersten Buch, Die gläserne Stadt, gibt es auch Rückblicke, wenn man so möchte, auf Kindheit und auf besondere Familienkonstellationen verbunden oder eingebunden in die Erzählung eines Moskau-Aufenthalts. Wenn ich richtig gesehen habe, werden vor allem in den letzten Jahren rezipiert Ihr Roman Nachtgeschwister, 2009 erschienen, eine Beziehungsgeschichte zweier Künstler, die in jeder Hinsicht wohl eine Nachtexistenz führen, füreinander auch irgendwie unerreichbar bleiben und eine Passion im doppelten Sinne erleben, also Leidenschaft, aber auch Leiden. Und 2017 der Text, der uns heute Abend vor allem interessiert, sie kam aus Mariupol. Dieser Text wurde glücklicherweise, und das ist auch ein Anlass für unser Gespräch heute Abend, vor kurzem erst ins Französische übersetzt, und zwar von Alban Lefranc, und ist bei Métayer erschienen. Sie haben auch viele Preise bekommen, wichtige Literaturpreise. Ich nenne den Döblin-Preis 2015, und unser Buch für heute Abend wurde bekannt, vor allem dann, als Sie den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen haben. Und dann hat mich ein Preis, hat mich neugierig gemacht, und dann dachte ich, aha, ich wäre nicht darauf gekommen, dass Sie auch den Adalbert von Chamisso-Preis erhalten haben. Das ist ja eigentlich ein Preis für deutschsprachige Literatur von Autoren nicht deutscher Sprachherkunft. Und in meinem Kopf und auch nach der Lektüre Ihres Buches waren Sie für mich, also einerseits in Deutschland geboren, Ihre ganze Sozialisation ist in Deutschland erfolgt. Natürlich war die Mutter- und Familiensprache wahrscheinlich Russisch, vielleicht auch Ukrainisch. Aber in gewissem Sinne habe ich Ihr Buch so gelesen, dass Sie mit Deutsch auch auf die Welt gekommen sind, noch einmal anders auf die Welt gekommen sind als Kind oder als Jugendliche, und dass die deutsche Sprache in bestimmten Momenten, so wie Sie schreiben, eine Art rettendes Seil, ein Wetterleuchten war. Ja, und jetzt nach dieser kleinen Einführung kommen wir zu Ihrem Text, und die erste Verbindung zu diesem Text ist eigentlich das Hell-Dunkel des Internets, das uns auch im Moment auf so merkwürdige Weise verbindet, und es ist natürlich auch der Anfang Ihres Textes, sie kam aus Mariupol. Also auch das Ich des Textes betritt eines Tages im Jahr 2013 diesen virtuellen Raum. Nach Jahrzehnten einer immer wieder unternommenen, damals noch per Brief, aber irgendwann auch erfolglos abgebrochenen Suche nach Spuren der Mutter. Diese Mutter wurde 1944 von den Nazis nach Deutschland als Zwangsarbeiterin verschleppt. Und man hört natürlich sehr schnell das Bedürfnis nach Genealogie und Herkunft bei dieser Suche heraus. Aber genauso wichtig, glaube ich, auch dieser Wunsch, das gelebte Leben dieser Frau aufzuspüren, die sie oder die ich, Erzählerin des Textes, als junge Tochter bereits als gebrochene Person kennengelernt hat. Also dass diese Frau vielleicht auch schon eine zerbrochene Person war und ihr Leben in gewisser Weise aufgegeben hatte bei der Geburt des Kindes. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass Sie hier eigentlich nicht nur Genealogie und Herkunft nachspüren wollen, sondern im Grunde auch ein Leben fühlen wollen, das diese Mutter geführt hat, dass sie schon nicht mehr oder vielleicht auch nie, das wäre eben auch eine Frage, hat führen können, aber dass sie, als sie klein waren und die Jahre, die sie gemeinsam hatten, dass sie nicht spüren konnten und dass ihnen auch sehr, sehr gefehlt hat oder diesem Ich, das in diesem Buch spricht. Nachdem also diese altmodische Suche mit Briefen aufgegeben wurde, versteht man, dass das Ruhenlassen kein Ende der Unruhe war, sondern dass eine Verstörung
im Untergrund des Ich eigentlich immer weiter gewirkt hat. Und dann wird der Übergang ins Internet, also viele Jahre später, zunächst fast als ein Anflug einer Laune, als Spielerei beschrieben. Das ist auch das Wort, das wir benutzen. Doch nach und nach baut sich über das Netz ein fast unendliches zweites Netz und diese Muttergeschichte auf, in deren Zwischenritzen so es eine Figur der Mutter vielleicht sichtbar werden kann für Augenblicke, um sich immer wieder aber auch zu entziehen. Also das charakterisiert sehr diesen Text, dieses Momentane. Es fällt so ein kurzes Licht auf die Mutter und dann sind wir eigentlich auch wieder im Dunkeln. Aber interessant, was alleine nicht gelungen ist, also die vielen Jahre, wo sie immer mal wieder versucht haben, alleine mit Briefen Informationen zu bekommen, ist etwas nicht gelungen, was jetzt über das Internet anscheinend gelingen kann. Das Internet und dieses entstehende Lebensnetz sind darin vor allem im ersten Teil des Buches auf manchmal fast unheimliche Weise auch verbunden. Und zu diesen beiden Ebenen, Internet und entstehendes Lebensnetz, gesellen sich dann die inneren Bilder des Ichs, die durch Jahrzehnte doch geformt sind und auch fixierte Bilder im Ich, teils mystifiziert, mythisiert über Leben und Herkunft der Mutter. Und in der Begegnung dieser ganz verschiedenen Ebenen entstehen natürlich auch immer wieder Reibungen, Schocks, Zurückweichungen, Täuschungen und Enttäuschungen und auch Neuordnungen. Es gibt kein, wie man heute sagt, kommunikatives Gedächtnis. Das schreiben Sie auch immer wieder. Das heißt, es gibt, wie Sie das sagen, keine natürliche Verbindung zwischen den Generationen, die durch Krieg und Katastrophen abgeschnitten sind. Also man hat sie, das Ich hat nicht die Möglichkeit gehabt, zu fragen, nachzufragen bei den Eltern, bei den Großeltern, was ist geschehen, wie habt ihr gelebt? Das fällt alles für sie, für das Ich, eigentlich weg. Das Ich in der Hand hat, sind allein Objekte, ein paar wenige Fotos, eine Heiratsurkunde und eine kleine Ikone. Und sie machen sich jetzt am Anfang des Buches sozusagen auf eine Suche der Spur, auf eine Suche im Dunkel des Dunkel. Und wie sie selbst auch das schreiben, wo Altes, Unbekanntes durch Neues, Unbekanntes ersetzt wird. Wildfremdes Gebiet, verblichene Dokumente, also das große sich entziehen und eigentlich eine fast unendliche Distanz. Also man kann nicht einfach sagen, sie suchen nach Spuren der Vergangenheit, sondern sie sind schon auf einer höheren, weiteren Ebene, dass sie nach der Spur suchen. Ich habe kurz daran gedacht, an diesen Ausdruck von Paul Celan, niemand zeugt für den Zeugen. Die ganze Schwierigkeit kommt darin auch zum Ausdruck, die vielleicht ein klein bisschen verwandt ist mit dem, was sie unternommen haben. Und sie sprechen auch von einer Scham des Nichtwissens. Darüber können wir vielleicht auch später mal kurz sprechen. Und diese Scham des Nichtwissens kommt auf in dem Moment, als, und das ist eine These von mir, dass als ein Fremder auftaucht aus diesem Zufall des Internets, nämlich der Konstantin, ein Bote aus der Tiefe des Netzes taucht er auf und er kann beginnen, so kleine Lichter nach und nach auf diesen dunklen Raum des Lebens ihrer Mutter, ihrer Vorfahren, ihrer Geschichten zu werfen. Ein Bote, der also aus dieser Zufallsnetzrecherche, der dieser Zufallsrecherche entspringt und selbst anfängt dann mit ihnen immer mehr dieses Netz zu spinnen. Und sie benutzen auch den Ausdruck von der Flaschenpost. Das habe ich bei Ihnen auch empfunden, diese Hofftages in dieser Suche. Ich habe, wäre vielleicht als Frage zu formulieren an Sie, was bitte dieses verwirrende Zusammenspiel für Sie aus Internet, aus festen Bildern, die sich doch geformt haben,
auch aus Scham, aus diesem Treffen mit diesem Fremden, der sich anbietet, mit Ihnen diese Suche zu machen. Was bedeutet das für die Schreibposition und für den Schreibprozess am Anfang von einem solchen Text? Wo kann man da eigentlich anfangen oder einhaken bei so viel? Und die nächste Frage wäre dann auch, wie spielt zugleich das reale Leben der Schreibzeit, also das Heute, da auch noch hinein? Ganz einfach, aber auch schwer gesagt, was sucht man eigentlich und wie sucht man? Und jetzt könnten wir vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, mit einer kleinen Lesezeit weitermachen, dass Sie den ersten Abschnitt vortragen und dann ins Gespräch eintauchen. Das wäre sehr schön. Das ist so aus vom Anfang des Buches, eine kleine Passage. Eines Tages, als ich beim Blättern in einer Zeitung auf den Sportteil stieß und schon weiter blättern wollte, fiel mein Blick auf das Wort Mariupol. Eine deutsche Fußballmannschaft, so las ich, war in die Ukraine gereist, um gegen Iljitschewitz Mariupol zu spielen. Allein die Tatsache, dass die Stadt eine Fußballmannschaft hatte, war so ernüchternd, dass mein inneres Mariupol sofort zerbröckelte wie ein modriger Pilz. Nichts auf der Welt interessierte mich weniger als Fußball, aber ausgerechnet der stieß mich zum ersten Mal auf das wirkliche Mariupol. Ich erfuhr, dass es sich um eine Stadt mit ausgesprochen mildem Klima handelte, eine Hafenstadt am Asowschen Meer, dem flachsten und wärmsten Meer der Welt. Es war von langen und weiten Sandstränden die Rede, von Weinhügeln, endlosen Sonnenblumenfeldern. Die deutschen Fußballer stöhnten unter den Sommertemperaturen, die sich bei der 40-Grad-Marke, die sich der 40-Grad-Marke näherten. Die Wirklichkeit erschien mir viel unwirklicher als meine Vorstellung von ihr. Zum ersten Mal seit ihrem Tod wurde meine Mutter zu einer Person außerhalb von mir. Statt dem Schnee sah ich sie plötzlich in einem leichten, hellen Sommerkleid auf einer Straße von Mariupol gehen, mit nackten Armen und Beinen, die Füße in Sandalen. Ein junges Mädchen, das nicht am kältesten und dunkelsten Ort der Welt aufgewachsen war, sondern in der Nähe der Krim, an einem warmen südlichen Meer, unter einem Himmel, der vielleicht dem über der italienischen Adria glich. Nichts erschien mir so unvereinbar wie meine Mutter und Süden, meine Mutter und Sonne und Meer. Ich musste alle meine Vorstellungen von ihrem Leben in eine andere Temperatur, in ein anderes Klima übertragen. Das alte Unbekannte, es hatte sich in ein neues Unbekanntes verwandelt. Auf der Internetseite, auf der ich nun gelandet war, erfuhr ich erneut Erstaunliches über Mariupol. Zu der Zeit, als meine Mutter dort geboren wurde, war die Stadt noch stark geprägt von der griechischen Kultur. Im 18. Jahrhundert hatte Katharina die Große es den christlichen Griechen aus dem damaligen Krimkhanat geschenkt. Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts durften sich wieder andere Ethnien in dem damaligen Mariupoli ansiedeln. Bis zum heutigen Tag lebt eine griechische Minderheit in der Stadt und der Name meiner Mutter hatte mich aus irgendwelchen Gründen in ein Forum für griechischstämmige Mir schien, als wäre ich in ein neues Dunkel meiner Herkunft eingetreten, als wurzelte ich plötzlich in einem noch fremderen, endgültig nicht mehr erkennbaren Grund. Ich starrte auf den Namen meiner Mutter auf dem Bildschirm und hatte dabei das Gefühl, dass die notdürftige Identität, die ich mir im Lauf meines Lebens zusammengebastelt hatte, zerplatzte wie eine Seifenblase. Für einen Moment löste sich alles um mich herum auf. Meine Sicherheit fand ich erst in dem Gedanken wieder, dass die griechischen Wurzeln der entdeckten Jewgenia Jakowlewna Iwaschenka für mich nur insofern von Bedeutung waren, als sie den Beweis dafür erbrachten, dass es sich bei dieser Frau nicht um meine Mutter handeln konnte. Ja, vielen Dank für diese erste Lesung. Bitte.
Gegenwart, die Gegenwart trifft also auf Bilder, die sich in ihnen geformt haben, eine ganz neue Elemente von diesem Mutterbild steigen auf, die sie sich Jahrzehnte haben eigentlich kaum vorstellen können. Ja. Und ich habe erstaunt festgestellt, dass sie sich eigentlich danach dann in ihrer Erzählung der Mutter annähern, indem sie von gleichen Erinnerungen ausgehen. Das hat mich sehr erstaunt, weil hier schreiben Sie, haben Sie ja gesagt, dass die Mutter zum ersten Mal etwas außerhalb von Ihnen selbst ist, während Sie sie über lange Jahre in irgendeiner Form in sich selbst getragen haben. Und ich fange an damit, wenn ich über diese Beziehung zu Ihrer Mutter nachdenke, dass Sie eine Erfahrung machen als junges Mädchen in diesem Lager für Displaced Persons, dass sie sich als Menschenunrat bezeichnen. Und wir haben schon in unserem ersten Treffen darüber gesprochen, dass sie als Kind von Zwangsarbeitern in Deutschland im Grunde auch eine Art Verfolgungssituation erleben, nämlich ganz konkret in der Schulklasse, in der sie auch eine ausgeschlossene Person sind, die mit Gewalt von den anderen Kindern verfolgt wird, die beschimpft wird, die als Russenkind, als ich weiß nicht was sonst noch alles beschimpft wird. Und das scheint mir eine zentrale Annäherung von Ihnen auch an diese Mutter, dass Sie eine Momente immer wieder haben, wo Sie fast eine Art Parallelgeschichte entwickeln und dadurch hoffen, eine Nähe mit der Mutter aufzubauen. Das ist so der eine Strang, den ich in diesem Buch gesehen habe. Und was interessant ist, das heißt, dieser Ausschluss ist nicht nur eine politische Verfolgung oder eine zeitgeschichtliche Katastrophe oder eine ganz persönliche Verfolgungserfahrung, sondern Sie schreiben immer wieder in Ihrem Buch, dass sowohl Sie in gewisser Weise, aber vor allem dann auch die Mutter aus der Menschheitsgeschichte ausgeschlossen waren. Und das ist, Sie gehen sogar so weit, dass Sie sagen, dass uns das Zugehörigkeitsgefühl zur Spezies Mensch quasi also nie zugesprochen wurde. Dass der Herkunftsmakel so groß war und das ganze Gelebte, vor allem der Mutter, dass man herausgefallen ist aus allem, was Menschheit ausmacht, was Mensch Zugehörigkeit zur Spezies Mensch bedeuten kann. Und das fand ich sehr interessant, dass Sie eigentlich als Kind Ähnliches erleben und dadurch einen Zugang zu Ihrer Mutter finden. Würden Sie das auch so sehen, dass das eine Parallele ist, die Sie konstruieren und auf diesem Weg versuchen, Ihre Mutter wiederzufinden? Nein, ich konstruiere keine Parallele. Die Parallele ist offensichtlich. Also meine Mutter ist außerhalb der Gesellschaft aufgewachsen und ich bin außerhalb der Gesellschaft aufgewachsen, in der ich gelebt habe. Das ist eine Parallele, die zwischen meiner Mutter und mir existiert. Aber was die Menschheitsgeschichte anlangt, also oder die Zugehörigkeit zur Menschheit, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Gedanken meiner Mutter unterstellt habe. Ich spreche da nur für mich selbst, glaube ich, dass also ich mein Leben lang auf irgendeine ungewisse Weise und auch gar nicht mit diesen Worten mich ganz grundsätzlich nicht zur Welt zugehörig fühlte, weil ich eben so lange keinen Eingang gefunden habe. Und als ich ihn dann fand, war das irgendwie zu spät, um da eine echte Zugehörigkeit zu entwickeln. Und ich glaube, sowas bleibt einem auch fürs ganze Leben. Also das ist nicht revidierbar. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Diese Nichtzugehörigkeit, die hat sich natürlich mit der Zeit schon gewandelt. Also ich bin schon irgendwie angekommen in der Gesellschaft, also so halbwegs. Aber ich weiß jetzt Ihre Frage nicht mehr, die Parallele, ne? Wie das für meine Mutter
war, das weiß ich letztlich nicht. Ob die sich nicht zur Menschheit zugehörig fühlte, das weiß ich nicht. Daran kann ich mich nicht, sie gehörte nicht zu den Deutschen, das war ganz klar. Inwieweit sie sich in der Ukraine nicht zugehörig fühlte, das kann ich nur vermuten, weil sie eben unter Voraussetzungen geboren war. Sie ist 1920 geboren, 1917 war die Revolution und da sie von Adeligen und Kapitalisten abstammte, also schlimmer ging es nicht zu der Zeit, war sie ein Auswuchs der Gesellschaft, der auf den Müllhaufen der Geschichte gehörte. Wie sie selbst das als Kind und als junge Frau empfunden hat. Sie hatte ja eine große Familie und ich glaube, sie hatte auch eine Mutter, die sie geliebt hat. Da kann ich nur Vermutungen anstellen, das weiß ich nicht. Ja, zugleich hat man den Eindruck, dass die Mutter in einer Zeit geboren ist, wo schon sehr viel Zerstörung um sie herum ist. Also diese postrevolutionären Wirren, diese Hungersnöte, diese Verluste auch innerhalb der Familie. Dass sie, also, und das ist wieder eine gewisse Parallele auch mit Ihnen, dass auch Sie in eine Zeit geboren sind, wo so viele Verluste schon zu kennzeichnen sind und wo vielleicht, so suggeriert ein bisschen das Buch oder so, kann man sich vorstellen, dass die Mutter vielleicht auch wenig Stabilität in ihrer Kindheit gehabt hat. Aber sie insistieren zu Recht darauf, dass es sein kann, dass ihre Mutter wiederum, die Mutter ihrer Mutter, durchaus auch mit Liebe ihrer Tochter begegnet hat. Ja. Es gibt Parallele mit den alten Vätern. Sowohl sie als auch ihre Mutter haben einen relativ alten Vater und eine relativ junge Mutter. Ja, das ist seltsam. Mhm. Ja. Also auch hier ziehen Sie Parallelen, die doch zu einer Nähe auch führen. Und apropos Nähe fand ich dann auch interessant, dass Konstantin, also diese Figur, die so viel auslöst, eines seiner Ziele, die er gerne verwirklichen möchte in dieser Konstruktion, in dieser Suche gemeinsam mit Ihnen nach dieser Familiengeschichte, dass er sagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir am Ende doch noch jemand finden werden, den sie umarmen können. Ja. Und das fand ich ein sehr schönes Motiv. Also ein Motiv eigentlich, das zu tun hat mit Zuneigung, das zu tun hat mit Liebe, mit Freundschaft. Mhm. Und der Konstantin sucht das auch war für sie. War aber nicht mein Motiv. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie auf dieser Muttersuche auch nach Menschen oder Figuren im Leben der Mutter suchen, die liebend auf ihre Mutter geschaut haben. Also da gibt es doch immer wieder Stellen, zum Beispiel das Kindermädchen Tonja, von dem sie imaginieren, dass sie liebevoll sich viele lange Jahre um ihre Mutter gekümmert hat, oder auch Sergej. Ja. Ich hatte das sind ja Dinge, die ich von meiner Mutter gewusst habe. Die musste ich nicht suchen. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass sie eine große Liebe mit ihrer Mutter verbunden hat. Und davon erzähle ich auch. Und eine große Liebe mit dem Bruder verbunden hat. Und auch den Vater hat sie sehr geliebt. Also nach dem liebenden Blick musste ich eigentlich nicht suchen. Von dem wusste ich. Ja, vielleicht mussten Sie insofern danach suchen, dass Sie als Kind Ihre Mutter, wie ich das genannt habe, schon als so eine Zerbrochene oft erlebt haben, dass sie wollten ja auch manchmal, das Wort kommt indirekt auch vor, fast so etwas wie reparieren, also etwas rückgängig machen im Leben der Mutter oder sogar so etwas wie reparieren. Heilen ist vielleicht zu pathetisch gesagt, aber dass das Kind gegenüber der Mutter auch sozusagen nach diesen Momenten der Menschlichkeit sucht, die es in den Jahren, die sie gemeinsam teilen, so sehr wenig doch auch erlebt. Das Leben in Deutschland war natürlich ein ganz anderes und da war ich dabei, da war ich Zeugin sozusagen und ich habe bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nie erlebt, dass meine Mutter liebevoll von jemandem gesehen oder angesprochen wurde. Im Gegenteil, man hat ja mit Steinen nach uns geworfen auf der Straße.
Und innerhalb dieses Lagers waren wir auch noch mal nicht wirklich zugehörig, weil wir bis noch auf ein älteres Ehepaar die einzigen Russen waren. Und die Russen waren ja auch bei den Osteuropäern nicht beliebt. Und damit waren wir irgendwie doppelte Außenseiter. In Deutschland sowieso, also man konnte sich kaum eigentlich in diese Stadt wagen. Da war eine große Feindseligkeit, die nach dem Krieg natürlich auch verständlich war, weil die Russen haben gewonnen. Die Russen haben, es wurde behauptet, die haben Kinder mit dem Stiefel zertreten und so weiter. Also das halte ich für Unsinn, aber natürlich haben sie geplündert und sie haben vergewaltigt. Sie haben den Deutschen ihr halbes Land weggenommen. Also das war klar, dass die sehr verhasst waren. Waren sie ja sogar schon vor dem Krieg. Es waren ja die Kommunisten und Bolschewiken. Und wir waren eigentlich die einzigen Russen in diesem Städtchen. Und das war, wenn man, solange man in diesem Lager blieb, ging das. Also eine gewisse Verständigung hatte man da schon, obwohl die auch sprachlich nicht ganz einfach war, weil es hat ja niemand Russisch gesprochen. Die anderen haben Bulgarisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, also alle möglichen osteuropäischen Sprachen, nur eben Russisch nicht. Und insofern habe ich also liebende Blicke auf meine Mutter erlebt habe ich die kaum. Sie hat nur davon erzählt. Ja. Die Geschichte dieser Beziehung mit ihrer Mutter ist sehr, sehr vielschichtig, habe ich dann auch im Laufe des Textes immer wieder gedacht. Es gibt dann auch diese andere Seite, dass sie, wie sie das auch einmal ganz hart nennen, sozusagen Verbrechen der Kindheit begehen, auch gegenüber der Mutter, dass sie ihre Kleider zerschneiden, dass sie Dokumente halb bewusst, halb unbewusst wegwerfen, die dann später für die deutsche Administration eigentlich sehr wichtig gewesen wären. Wären für mich Also wichtig gewesen, für genau, für mich sie wichtig, selbst. Ja. ja, Ich dass also wollte in meiner Kindheit nichts von meiner russischen Herkunft wissen. Das war ja ein großer Nachteil für mich. Ich hatte ja dadurch nur Nachteile. Und Kinder wollen ja auch immer dazugehören. Und davon konnte bei mir keine Rede sein. Und ich wollte alles Russische eigentlich, also ich wollte das austilgen. Ich wollte das nicht haben. Ich wollte weg davon. Und ich bin auch bei erstbester Gelegenheit davongelaufen und hatte lange Zeit gar nichts mehr damit zu tun. Also ich war weg. Ich war unter Menschen, die nicht wussten, woher ich komme, was ich bin. Und das habe ich lange Jahre, habe ich das auch so aufrechterhalten und habe mich nicht groß danach gesehnt, etwas über meine Mutter zu erfahren. Das kam erst später. Ah ja, interessant. Weil sie Zumal meine Mutter ja nicht nur Opfer war, sie war ja auch Täterin. Ja, Sie hat also mir ja, Garten interessant, was Sie zugesetzt. sagen. Sie schreiben, dass Sie immer Fernweh hatten, tatsächlich. Also Sie wollten immer raus, raus, raus. Und in Ja, die Mutter genau. interpretieren Sie hinein ein gewisses Heimweh. Also, dass sie wahrscheinlich sicher auch hatte, ein Heimweh, das Das war aber. sichtbar. Also sie hat ja immer geweint und von der Ukraine, von ihr, vor allem von ihrer Mutter gesprochen. Also das Heimweh war sichtbar. Ich musste mich in vielem auf Vermutungen verlassen, aber Heimweh war sichtbar. Das war mit Händen zu greifen, jeden Tag. Und diese gewalttätigen Akte, die Sie dann auch als Kind gegenüber der Mutter verüben, ist das etwas, um sich anders sichtbar zu machen vor der Mutter, die Mutter, die ja auch immer mehr versinkt sozusagen in ihrer Depression, ist das, Nein, das ist eine Antwort auf ihre Gewaltakte. Sie hat ja, das beschreibe ich ja, dass sie versucht, mich zu erwürgen. Und ja, und also sie ist einfach in den letzten Jahren ist sie so furchtbar verödet innerlich, glaube ich, und krank. Sie war ja dann richtig krank.
nach ihrer Geschichte, also die eigentlich nur aus Gewalt bestand, also erst also schon hineingeboren in den Bürgerkrieg, dann kam der stalinistische Terror, die Hungersnöte, die Verfolgungen, dann kam der Zweite Weltkrieg, dann kam die Verschleppung nach Deutschland, dann kam das Zwangsarbeiterlager. Also ein Mensch, der das erlebt hat und ein Kind im Lager bekommen hat, das konnte sie nicht gewollt haben, das ist passiert. Und natürlich, sie war so verstört und so krank, dass sie mich, ja, ich weiß nicht, mit dem Teufel verwechselt hat, weil sie sich selbst für die Braut des Teufels hielt oder sowas. Also das geht wirklich sehr ins Psychiatrische, ja. Ja. Und ja, und als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden. Ich habe schon gemerkt, mit meiner Mutter stimmt was nicht. Aber vor allen Dingen hat sie eben Gewalt gegen mich ausgeübt. Sie hat mein Leben bedroht. Und ich war als Kind sehr rebellisch. Also das war wahrscheinlich meine einzige Möglichkeit zu überleben. Ich habe dann versucht, sie umzubringen. Mit meinen Methoden, ja. die aber nicht tauglich waren. Ja. Ja. Sei Dank. Ja. Und es ist ja auch etwas, ja, Ungeheuerliches, dass die Mutter mehrfach im Laufe ihres Lebens zu ihnen sagt, sie glaubt, sie ist eigentlich nicht die richtige Mutter, sie ist nicht die leibliche Mutter. Ja, hat Oder sie auch immer gesagt. Diese Fantasie des Findelkinds, die sie dann selbst auch entwickeln. Ja. Und dann eben auch ja, bitte. Ich glaube, dass sie mir damit sogar helfen wollte, vielleicht so. War das so? War das in meinem Kopf, glaube ich. Also ich bin ja so eine schreckliche Mutter. Ich bin ja so nichts wert, dass wenn ich meiner Tochter sage, in Wirklichkeit hat sie eine schöne, blonde, deutsche Mutter, dass mich das dann glücklich machen würde. Ich glaube, das hat sie gar nicht verstanden, wie schrecklich das für mich war. Ja. Und das Ganze kulminiert dann in gewisser Weise da ja auch in dieser Überlegung von der Mutter oder in dieser Frage, ob sie nicht die Kinder, die beiden Mädchen, sie und ihre Schwester mit ihr ins Wasser gehen wollen. Und wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, es hat mich erinnert an Ruth Klügers Kindheit in Auschwitz, ein Moment, in dem die Mutter zu der kleinen Ruth sagt, lass uns doch uns umbringen an diesem elektrischen Maschendrahtzaun. Und für das Kind ist das ein absoluter Schock bei Ruth Klüger. Sie haben mir das ein bisschen anders erklärt. Vielleicht können Sie das auch noch mal darstellen. Nein, für mich war das ganz anders. Ich weiß nicht, in welchem Alter das bei Ruth Klüger passiert ist. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich war zu der Zeit vielleicht 8, 9. Und ich hatte einen Vater, bei dem ich auf keinen Fall allein mit meiner Schwester zurückbleiben wollte. Das war nämlich die Frage, die meine Mutter gestellt hat. Möchtest du bei deinem Vater bleiben oder möchtest du mit mir gehen? Ich gehe ins Wasser. Und soll ich dich mitnehmen? Und natürlich wollte ich, dass meine Mutter mich mitnahm, weil ich nicht bei meinem Vater bleiben wollte. Und für mich war das fast ein bisschen so eine Auszeichnung, dass meine Mutter mir angeboten hat, dass ich mitgehen darf. Und sie hat mir gesagt, das tut nicht weh, das ist nicht schlimm. Naja, und das habe ich so hingenommen, also mit meinen 7, 8 Jahren ungefähr. Und war dann sehr enttäuscht, als meine Mutter allein gegangen ist. War noch mal eine große Enttäuschung und Bitterkeit für mich, dass sie mich verlassen hat, dass sie mich nicht mitgenommen hat. Ja. So war das aus Kindersicht, ne? Ja, ja. Ja, also in dieser Hinsicht ein Leben zu rekonstruieren ist ja nicht einfach, zumal Sie sagen, parallel nochmal dazu auch, dass Sie schon als 4-Jährige in gewisser Weise Ihre Mutter auch getragen haben. Wie kann man das verstehen? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist oft so, dass Kinder, wenn sie schwache Eltern haben, diese Eltern tragen, sie müssen sie tragen, weil sie ihre Eltern ja brauchen. Und sie müssen dann alles tun, um die Eltern zu unterstützen, also nicht umgekehrt, wie es sein müsste, dass die Kinder von den Eltern beschützt werden. Die Kinder versuchen, die Eltern zu beschützen, damit sie ihnen erhalten bleiben.
Und das, glaube ich, war bei mir eindeutig der Fall. Also ich habe immer um meine Mutter gezittert. Ich habe immer ihr meine Kraft irgendwie einzuflößen versucht. Und ich hatte ja so Angst um sie, dass ich sie nachts festgebunden habe. Also ich habe einen Strick genommen, hab ihr den Strick am Fuß festgebunden, hat sie seltsamerweise auch zugelassen und das andere Ende habe ich um meine Hand gebunden, damit ich, wenn sie aufstehen und gehen wollen sollte, damit ich das merke und sie festhalten kann. Und sie hat das natürlich auch gewusst, dass ich sie halten will. Ja. Ob ihr das geholfen hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat da gar nichts mehr geholfen. Ja. Ja. Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, auch in Ihrem Buch. Jetzt sind wir sozusagen schon fast so in den letzten Jahren auch des Mutterlebens. Durch die Begegnung mit Konstantin, also gelingt es nach und nach, dieses große, weit verzweigte Netz von Verwandten aufzuspüren. Und interessant ist da natürlich auch diese ganz unterschiedlichen Perspektiven, die immer mal wieder entstehen, auch ganz widersprüchliche Informationen, zum Beispiel über die Tante Lydia, auf die ich jetzt ganz gerne kommen würde. Die Tante Lydia, die einerseits Die dargestellt wird, Schwester. die Ja. Schwester ihrer Mutter, die dargestellt wird als überzeugte Leninistin und auch überzeugt von dem Projekt des Sozialismus oder des Kommunismus, die sich engagiert, die als politisch missliebig dann aber auch deportiert wird in ein Lager, die eine unheimliche Energie entwickeln konnte. Und interessanterweise wird dieselbe Frau von ihrem Enkel viele Jahre später dann als diejenige beschrieben, die eigentlich fast wieder zur Bourgeoisie zurückgekehrt ist, als sie Großmutter ist und gar nicht möchte, im Verbund mit der Mutter von dem Enkel, dass das Kind möglichst keinen Kontakt hat zu den sogenannten einfachen Leuten, zu den Russen der niedrigeren Schichten. Also dieses Ganze, was, glaube ich, immer der Fall ist, wenn man eine solche Suche unternimmt, dass man auf ganz unterschiedliche und manchmal auch widersprüchliche Perspektiven stößt, je nachdem, mit wem man spricht. Die Mutter wird also im Laufe des ersten Teils immer mal wieder in kleinen Lichtern, wie ich das genannt habe, sichtbar, aber entzieht sich auch immer wieder. Und dann haben Sie die Idee, weil auch wieder ein großer und wunderbarer Zufall entsteht, nämlich dass ein Tagebuch der Tante Lydia auf unglaublichem Wege zu Ihnen gelangt, dann ein Kapitel zu machen über diese Tante Lydia. Und diese Tante Lydia, welche Funktion hat sie in dieser Konstruktion dieser ganzen Muttergeschichte? Sie ist ja eine fast übermächtige Figur einen Moment lang in diesem Buch. Und ich habe mich gefragt, ob das sozusagen hilft, dahinter auch die Figur der Mutter sichtbarer zu machen oder ob es auch fast etwas Erdrückendes hat bei so einer Figur wie Lydia. Von der es Ihnen gelingt, fast eine durchgängige Biografie zu schreiben auf 50 Seiten von Anfang bis zum Ende, was sehr faszinierend ist. Ich hatte ja Ja. leider, ich habe sehr viel gefunden übers Internet mit Hilfe von Konstantin, vieles auch alleine. Aber ich habe ja, wie Sie beim Lesen vielleicht bemerkt haben, über meine Mutter selbst eigentlich fast gar nichts gefunden. Ich habe ihre Verwandten gefunden, ich habe ihre Eltern gefunden, ich habe Fotos gefunden, Urkunden und so weiter, aber über meine Mutter eigentlich nichts. Und das Kapitel, also als ich die Tagebücher bekam, habe ich gedacht, endlich wird mir etwas von meiner Mutter erzählt. Leider erzählt Lydia nichts, so gut wie nichts von ihrer kleinen Schwester. Sie erzählt nur, dass sie an einem Tag geboren wird, in dem man nicht aus dem Haus gehen kann, weil es draußen Kugeln hagelt, weil wieder irgendeine rebellierende Bande unterwegs ist und schießt, also Bürgerkriegszeit.
Also ich saß mit sehr wenig Material über meine Mutter da. Ich konnte eigentlich nur das Drumherum beschreiben. Und ich habe Lydias Geschichte erzählt, um daraus Ableitungen möglich zu machen auf die Kindheit meiner Mutter. Also denn das, was Lydia erlebt hat, hat zu einem bestimmten Teil ja mit Sicherheit auch meine Mutter erlebt. Zum Beispiel die Hungersnot, die Lydia ziemlich genau beschreibt. Und überhaupt so, also Zeiten der Kindheit vor allem. Später hat sie natürlich ein ganz eigenes Schicksal. Sie ist übrigens nie sowjetisch gewesen wie ihr Vater. Sie war schon für den Sozialismus, aber sie hat so wie der Sozialismus war, das hat sie abgelehnt. Sie gehörte ja zu einer Gruppe des Proletariats. Ich habe es jetzt vergessen. Also jedenfalls war das eine antisowjetische Gruppierung. Und dafür ist sie ins Lager gekommen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, das Lager, was hat das da zu suchen? Meine Mutter war ja nicht im Lager, aber natürlich, sie war im Lager, aber in einem deutschen. Und nun habe ich die Geschichte meiner Tante erzählt im Lager als Parallele sozusagen und als Vergleichsmöglichkeit zum deutschen Lager. Also beide Schwestern waren im Lager, die eine im sowjetischen und die anderen in einem deutschen. Das ist die Funktion dieses Kapitels. Ja, ah ja, das ist sehr interessant. Wobei ein Unterschied vielleicht, Sie sprechen von Lydia, die in einer sicheren Zeit in der Familie groß wird, also wo noch Nicht mehr. viele, aber auf jeden Fall mehr als ihre kleine Schwester, die einige Ja, Jahre ja. später auf die Welt kommt. Und sie Das hat sie nennen es, vielleicht dass sie schon. dann später, ja, dass sie Das hat. entwurzelt ist, während sie von ihrer Mutter sprechen als wurzellos. Das Ja, fand ja. ich interessant. Also, dass diese Lydia irgendwie eine Basis hat, von der aus sie losgehen kann und auch ihre Energie entwickelt, die auch ganz anders als ihre Mutter sehr viel Praktisches Ja. ausgebildet hat, die sehr Situationen erkennt und immer eigentlich genau weiß, wie sie überleben kann, wie sie handeln muss, wo sie sich anpassen muss und wie es weitergeht, die auch Geld verdienen kann in allen möglichen Arbeiten, bis hin zur Redaktion, wo sie fast als Intellektuelle dann arbeitet, aber auch diese sehr schöne Unterrichtssituation mit diesen schwer erziehbaren Kindern und Ju Im Jugendlichen, Lager ist das schon, ja. die ihr sehr viel Respekt entgegenbringen, also die sich irgendwie durchschlägt und immer eine Lösung findet, egal in welcher Situation, während ihre Mutter eigentlich oft wie eine hilflose Person einfach gar nicht weiß, wie man das Leben meistert, wie konkret man ein Haus aufräumt, damit das nicht auch noch im Chaos sozusagen versinkt, zu allem Chaos, was schon herrscht. Ja, Ja, ja. also das ist Sie hat nie ein Besen in der Hand gehabt. ja, also irgendwie eine Lebensweisheit, die diese Lydia entwickelt hat aus ihrer eigenen Erfahrung, die ihre Erfahrung in dieser Form ja zum Leben verholfen hat, während ihrer Mutter das ganz abgegangen ist. Also dieser praktische Sinn Naja, auch des Überlebens und des sich Durchkämpfens. Sie sind zu unterschiedlichen Zeiten geboren. Lydia ist eben, die war 11 Jahre jünger als meine Mutter, die ist also 1909 geboren und hat dann noch bis 17, also noch 16 Jahre. Moment, rechne ich jetzt richtig? Also sie ist jedenfalls 1909 geboren, bis 17, das sind noch 8 Jahre. Ich rede Quatsch. Also 17 war die Revolution und sie ist 9 geboren. Dann hat sie also noch 8 Jahre in Sicherheit gelebt und auch in ziemlich großem Wohlstand noch. Und sie hat nicht die ständige Bedrohung erlebt, die meine Mutter vom ersten Tag an erlebt hat. Sie ist ja in den Krieg, ins Chaos hineingeboren. Jetzt fürchte ich, geht die Verbindung verloren. Ich sehe sie jedenfalls nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Ich höre sie nicht mehr und ich sehe sie auch nicht mehr.
Ja, ich kann Sie hören, Frau Rudin. Ich werde gucken, was passiert ist mit Frau Schubert. Ich komme wieder. Ja, jetzt höre ich Sie wieder gut, aber ich sehe nichts. Ist Frau Wodin weggegangen? Okay. Ja. Ja, ich höre Sie. Ja. Ich höre Sie. Ja. Also interessant ist auch bei der Lydia-Geschichte, dass sie darüber tatsächlich Tante und Onkel kennenlernen und dass dann auch Sergei auftaucht in diesem Lydia-Kapitel. Und mit Sergei taucht auch die Musik auf in ihrem Text. Ja. Also das Sergei ja. war, ja. Sergei ist der Bruder meiner Mutter. Ja. Ja. Können Sie etwas sagen zu diesem ganzen akustischen, musikalischen Gedächtnis, das sich auch wie so ein kleiner Leitfaden durch Ihren ganzen Text zieht? Also das Singen, das sind ja eigentlich die Momente, die in Ihrer Familie auch mit Vater, Mutter und Schwestern, das sind Momente, das sind vielleicht die einzigen Momente der Freude und des Zusammenseins, wo etwas Leichtes entsteht, während alle anderen Momente des Lebens von einer ganz großen Schwere getragen sind. Ja. Was hat es auf sich mit diesem Singen? Naja, mit dem Singen hat es das auf sich, also dass erstens mal Ukrainer überhaupt sehr viel singen. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, in Deutschland wird ja sehr wenig gesungen, es sei denn in professionellen Chören, da wird auch sehr schön gesungen, auf der Bühne wird sehr schön gesungen. Aber in der Ukraine singen die Menschen zu Hause
manchmal auch auf der Straße. Sie singen beim Arbeiten, sie singen beim Kartoffelschälen und so weiter. Und so wurde bei uns zu Hause einfach sehr viel gesungen. Dazu kam der Vater, wohl ein sehr begabter Kirchenchorknabe war in Russland. Und das hat sich in Deutschland hat sich das Singen fortgesetzt. Er wurde nämlich Mitglied, ich weiß nicht, wie weit man das in Frankreich kennt, in Deutschland war das sehr verbreitet, der Don-Kosakenchor. Er wurde Mitglied des Don-Kosakenchores, war insofern auch die meiste Zeit nicht zu Hause. Ich habe also ihn gar nicht so in meiner Kindheit gar nicht so oft ertragen müssen. Genug, aber er war auch viel weg. Und wir haben eigentlich jeden Tag dann auch zusammen gesungen, fast jeden Tag. Und das waren die einzigen Momente, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen haben. Da waren wir irgendwie durch die Stimmen, die sich gegenseitig getragen und ergänzt haben, das war so ein Kitt zwischen uns. Und das ist, glaube ich, überhaupt ja beim Singen sehr oft, dass man den Menschen, mit denen man singt, sehr nah ist. Und ja, das sind für mich glückliche Erinnerungen, das gemeinsame Singen. In der Tat, glaube ich, so ziemlich die einzigen, aber doch sehr tragend. Also die Musik ist immer sehr wichtig geblieben in meinem Leben. Und eines meiner wirklich ganz großen Highlights war, als ich eine Schallplatte mit der Stimme meines, nicht eine Schallplatte, eine CD, mit der Stimme meines Onkels bekommen habe. Und er singt da eine Rolle in der Oper Cernamorze. Und ich finde, dass er eine wunderschöne Stimme hat, einen Bass. Und das war für mich ganz unwirklich, dann zu Hause in meinem Arbeitszimmer zu sitzen und in den Computer diese CD hineinzuschieben und dann die Stimme meines Onkels zu hören, des Bruders meiner Mutter, von dem ich mein Leben lang gar nichts gewusst habe, nur dass er existiert. Und ganz, ganz leise konnte ich mich erinnern, dass meine Mutter gesagt hatte, dass er Opernsänger war. Aber da habe ich dann später gedacht, na, das habe ich wahrscheinlich erfunden, weil ich die Oper so liebe. Da habe ich mir einen Onkel als Opernsänger erfunden. Also er war es wirklich. Und ja, wie gesagt, die Musik ist, trägt mich, ist ein großer Teil meiner Lebenskraft, kommt aus der Musik. Ja, bis heute. Das ist interessant, weil gerade zum Beispiel auch Ihr Vater ja überhaupt nicht spricht, apropos Stimmen. Also er kann singen, ja. Im Singen kann er Dinge offensichtlich auch ausdrücken, aber immer dann, ja. Wenn es um gesprochene Sprache geht, ist er ja, wie Sie das beschreiben, ein Abwesender. Also jemand, der... Ja, er ist ziemlich stumm. Auch meine Mutter. Ja. Und Ihre Mutter im Grunde auch. Ja, ist, naja, nicht die ganze Zeit über, aber in den letzten... Ich kann nicht genau sagen, wie lange es war, aber ich denke, es war mindestens ein Monat, wo sie gar nicht mehr gesprochen hat. Gar nicht mehr, kein einziges Wort. Ja. Aber insgesamt war meine Mutter keine stumme Frau. Das gar nicht. Sie hatte, glaube ich, eine gute Sprache und sie konnte, glaube ich, auch ganz gut Deutsch. Bloß hatte sie kaum Gelegenheit, das anzuwenden. Ja. Und, aber mein Vater ist immer ein stummer Mensch gewesen. Ja, ich sagte, dass ich ja eigentlich einen Zeugen hatte der Vergangenheit und auch einen Zeugen des Lebens meiner Mutter, zum Teil zumindest, mein Vater. Also was könnte näher liegen? Aber mein Vater hat eben nicht gesprochen und ich habe überhaupt nicht gewagt, ihn anzusprechen, weil er lebte hinter einer Schweigewand. Die war unantastbar, das fühlte man. Und ich hab Angst gehabt, da irgendwie den Finger, mit dem Finger dran zu rühren. Ich hatte immer das Gefühl, dann passiert irgendwas ganz Furchtbares. Vielleicht wäre auch mit mir selbst was Furchtbares passiert, das weiß ich nicht. Jedenfalls gab es keine Möglichkeit des Kontakts zu meinem Vater, der war unmöglich. Den hat es nie gegeben, bis zu seiner letzten Lebensminute nicht. Also ich war dabei, als er starb, aber es hat niemals einen Kontakt gegeben. Ja. Das kommt eben bei der ganzen Geschichte noch dazu. Also meine Mutter stirbt so früh, die kann nichts mehr erzählen. Oder ich erinnere auch nicht, wahrscheinlich auch bei weitem nicht alles, was sie erzählt hat, weil ich noch zu klein war.
Insofern sind die Erinnerungen, die Möglichkeiten, etwas über meine Vorfahren zu erfahren, die waren mir eigentlich total genommen. Ja. Mein ganzes Leben lang. Und dann stoße ich im Internet, es war wirklich eine Laune, ich habe mir da überhaupt nichts versprochen, den Namen meiner Mutter, die sich vor 60 Jahren in Deutschland das Leben genommen hat, im Internet zu finden. Also das war irgendwie, war für mich ein Hirngespinst. Ich habe ihn wirklich einfach nur mal so hineingeklimpert. Und dann kam eine Antwort. Und dann habe ich gedacht, naja, das so heißen viele, also das heißt jetzt nichts. Und dann kam eben, als ich den Link weiter angeklickt habe, geboren 1920 in Mariupol. Dann war das eigentlich schon klar, dass das nur meine Mutter sein kann. Ja. Und das war natürlich also der wahrscheinlich größte Schock meines Lebens. Sie haben eben von der Sprachmächtigkeit auch der Mutter gesprochen. Sie konnte ja mehrere Sprachen und das Deutsche. Nein, 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 aber nein, konnte sie nicht. ich hatte verstanden, sie Nein, kann sie konnte, ich eben jetzt glaube. Russisch und Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Ja. Ja, Ukrainisch konnte sie wahrscheinlich. Aber das zählte mal so als eins irgendwie. Es ist so wie Schweizerdeutsch und Deutsch, so ungefähr. Und also das sind auch Momente, wo ich meinte, auch positive Dinge zu sehen, dass diese Idee auch einer gewissen kosmopolitischen Erfahrung, die Teile ihrer Familie gemacht haben, vielleicht auch ihre Mutter ein paar Jahre lang, dass dieses Mariupol, wie Sie auch in der ersten Stelle vorgelesen haben, auch eine sehr schöne und eine sehr vielvölkerreiche Stadt war, teilweise, wo das vielleicht in bestimmten historischen Epochen auch relativ gut funktioniert hat, dass diese verschiedenen Gruppen und verschiedenen Migranten, wie man heute sagen würde, irgendwie auch zusammengelebt haben. Also ein buntes Bild tatsächlich auch von einer Herkunft, die so ein bisschen auch heraussticht und auch immer wieder vorkommt in der Mehrsprachigkeit, vielleicht auch von Lydia und von anderen Personen, die durchaus auch etwas Befreiendes hat als Element. Im Gegensatz zu diesem großen Faden des Buches, wo es immer wieder um dieses Leid geht, um diese Also meine Mutter hat von diesem multikulturellen Flair garantiert nichts mehr mitgekriegt. Nach der Revolution war alles eingeebnet, da gab es nur noch die rote Fahne und grauen Stein. Also ganz sicher nicht. Nein. Meine Mutter hat davon, Lydia mit Sicherheit natürlich, aber meine Mutter nicht mehr. Sie haben eben erwähnt, die Eltern waren und auch die Mutter nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Haben Sie das vor allem auf die Familiengeschichte bezogen oder auch noch auf eine andere Zusammenhang? Auf Ja, mich. Sie auf waren mir Sie. gegenüber Täterin. Sonst glaube ich eher nicht. Nein, nein. Sie hätte gar nicht den Mut gehabt, irgendjemanden anzugreifen. Ich war ein Kind. Da hat sie hat das auf ihre Kinder abgeladen sozusagen. Oder da hat sie die Möglichkeit gehabt, ja, stark zu sein sozusagen. Sie konnte stärker sein als ein Kind, aber mit einem Erwachsenen gegenüber, nein, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir im Buch weitergehen, nach der Lydia Geschichte kommt dann der Versuch, sich zu überlegen, wie kam sie jetzt eigentlich nach Deutschland? Und da ist Ja. eine der Schwierigkeiten, dass sie über die Reise können sie gar nichts sagen. Da haben sie auch gar keine Anhaltspunkte gefunden, wahrscheinlich übers Schwarze Meer. Sie rekonstruieren so ein bisschen die Route, wie schrecklich auch diese Reise dann war. Und dann sagen sie, und in Deutschland dann fällt der Vorhang eigentlich. Das fand ich auch ganz interessant. Also der Vorhang fällt mit der Ankunft in Deutschland. Und was mir hier auch auffiel, also in Deutschland kommt Ja. man natürlich ist diese Lagerlandschaft. Und ich habe das Gefühl, dass die Mutter auch in sich selbst eben dieses Lager reproduziert und selbst auch eingeschlossen ist in sich selbst. Also diese Außenstruktur
auch so eine Art psychische, seelische Struktur in ihr selber widerspiegelt, beziehungsweise sie das aufnimmt, weil sie naja, sie muss sich schützen. Sie muss sich natürlich schützen. Ja, also sie lebt in einem traumatisierten und traumatisierenden Raum und ist eben hier in dieser Gefangenschaft. Vielleicht lesen wir jetzt den zweiten Text, den wir ausgesucht haben. Da wird das ja sehr eindrücklich beschrieben, dieser Lageralltag. Ja, ja. Okay, ich fange an. Das ist jetzt kurz nach, der Text fängt da an, kurz nach der Ankunft meiner Mutter in Deutschland. Ja. Meine Mutter hatte Pech, dreifaches Pech. Sie und mein Vater kommen nicht nur an einen Ort, der unter dem ständigen Bombardement der Alliierten steht. Sie werden nicht nur einem der gefürchteten Rüstungsbetriebe zugeteilt, sondern ausgerechnet einem des Flick-Konzerns, der bekannt ist für seine besonders unmenschlichen Arbeits- und Wohnbedingungen. Es ist die ATG, Allgemeine Transportgesellschaft mbH in Leipzig, Schönauer Straße 101, ein Montagewerk für Kriegsflugzeuge, die von den deutschen Kampfpiloten frenetisch besungen werden. Lasst dröhnen der Motoren Lied, die Freiheitsstunde schlug, und wo ihr stolzen Vögel zieht, sei sieghaft euer Flug. Die stolzen Vögel werden bei Flick von 9.500 Arbeitern gefertigt, davon 2.500 Zwangsarbeiter, die sich am Bau von Vernichtungsmaschinen gegen ihre Heimatländer beteiligen müssen. Meine Eltern werden getrennt, mein Vater kommt in ein Männerlager, meine Mutter in ein Frauenlager. Von nun an haben sie keinen Namen mehr, sie sind nur noch die Nummer, die auf ihrer jeweiligen Arbeitskarte steht. Auf der rechten Brustseite ihrer Kleidung müssen sie das Abzeichen Ost tragen, drei weiße Buchstaben auf blauem Grund, das Kürzel für Ostarbeiter, die am wenigsten vorteilhafte Kennzeichnung nach dem Judenstern. Arbeitern anderer Nationen ist es unter Strafe verboten, mit ihnen zu sprechen. An der rein utilitaristischen Sicht auf die slawischen Zwangsarbeiter lässt Heinrich Himmler in seiner Posener Geheimrede keinen Zweifel. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur insoweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Die Arbeiter der ATG sind auf 20 Wohnlager verteilt, 20 von insgesamt 600, die es im Großraum Leipzig gibt. Die ATG ist ein riesiges Unternehmen, eine kleine Stadt aus Werkhallen, geheimen unterirdischen Produktionsstätten, Wohnbaracken, Wirtschaftsbaracken, Küchenbaracken, Abortbaracken, Kantinenbaracken. Den weiblichen Zwangsarbeitern ist es verboten, ein Männerlager zu betreten und umgekehrt. Weiß meine Mutter überhaupt, in welchem Lager mein Vater wohnt, wo er arbeitet auf dem weitläufigen Betriebsgelände? Gibt es Möglichkeiten, sich zu begegnen, Blicke, ein paar Worte miteinander zu wechseln? Treffen Sie sich vielleicht beim Essen in einer der Kantinenbaracken, an irgendwelchen Orten, an denen sich Männer und Frauen gemeinsam aufhalten dürfen? Existieren Nischen auf dem Lagerterritorium, wo die nach Geschlechtern und Nationen getrennten Zwangsarbeiter miteinander in Berührung kommen können? Es gibt Arbeitskolonnen, die selbstständig gehen dürfen, und es gibt solche, die von Wachpersonal begleitet durch Beschimpfungen und Prügel angetrieben werden. In den Straßen klappern die Holzschuhe, die die Frauen an den Füßen tragen. Die gefürchteten Holzschuhe, zu denen es keine Alternative gibt, wenn die eigenen von zu Hause mitgebrachten Schuhe abgetragen sind. Dann bleiben nur die Holzschuhe, die man teuer bei der Betriebsleitung kaufen muss, die schiffchenartigen, harten Pantinen, die die Füße deformieren, bei jedem Schritt schmerzen und scheuern. Wenn man Pech hat, bilden sich an den Füßen Entzündungen und Geschwüre, und wer seinen Weg zum Arbeitsplatz nicht mehr schafft, wer krank wird,
läuft schnell Gefahr, ausgesondert zu werden und zu sterben. Einige Frauen nehmen die Schuhe in die Hand und gehen barfuß, weil sie sonst das Tempo nicht halten könnten. Manchmal singen sie leise beim Gehen. Das Singen sind sie gewohnt von zu Hause. Dort singt man fast immer, auf den Feldern, in den Wohnungen, auf den Straßen. Auch meine Mutter singt mit ihrer schönen, hellen Sopranstimme, mit der ich sie später noch so oft werde singen hören. Jetzt ist es wohl mehr ein Summen, wie Franz Fühmann es hörte auf dem ukrainischen Bahnhof, bevor die Frauen in die Viehwaggons verladen wurden. Sie trägt ein Kopftuch, wie alle Frauen, vielleicht noch ein eigenes aus Mariupol mitgebrachtes Kleid. Aber vielleicht sind ihre Sachen auch schon durchgescheuert, zerrissen und an ihrem mageren, halb verhungerten Körper schlottert ein Arbeitsanzug aus dunklem Drillig, an den Füßen das starre, scheuernde Holz. Immer ist mir, als könnte ich das Geklapper der vielen Holzschuhe auf dem Pflaster der Straßen hören, durch die die Kolonnen der Zwangsarbeiter getrieben werden. Ein von einem leisen Summen begleitetes Geklapper, von dem die deutschen Anwohner morgen für morgen, lange bevor sie selbst aufstehen müssen, geweckt werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine sehr eindrückliche, es sind sehr eindrückliche Passagen über eine Realität, die natürlich ein bisschen auch von der Fiktion lebt, aber gleichzeitig haben wir auch gehört, dass sie sich auch historisch sehr kundig gemacht haben und genau recherchiert haben. Es hat haben. Tatsächlich die Leute gegeben, die das gehört haben und ja, die sich davon auch gestört fühlten, habe ja, ich mir erzählt lassen. Ja, und sie haben eben auch recherchiert, dass es ein Flickbetrieb war und diese Informationen, ja, die ja. Man dann ja auch, an die man dann irgendwann auch leichter kam tatsächlich. Und es ist, glaube ich, ja auch sehr wichtig, gerade auch für ein deutsches Publikum vielleicht, das von Zwangsarbeit wenig zu wissen scheint, dass das ja sehr öffentliche auch Kolonnen manchmal waren, die durch die Städte gezogen sind. Also diese Zwangsarbeit waren ja auch teilweise. Die Zwangsarbeiter waren nicht zu übersehen. Es gab ja 35.000 Zwangsarbeiter in Deutschland. Also das Land war übersät von Lagern. Jeder Tür eins, kann man sagen. Es ist nur irgendwie, glaube ich, so in den Alltag eingegangen, der Zwangsarbeiter, dass man das nicht mehr als etwas Besonderes wahrgenommen hat. Und das auch nicht, also erzählt hat man ja sowieso wenig. Es haben ja nach dem Krieg alle geschwiegen. Das mit dem Holocaust, ja, das kam dann eben ans Licht, aber mit den Zwangsarbeitern, das ist durch den Rost gefallen. Das wurde nicht, dazu gab es keine Geschichte irgendwie, ja. Und das war den Leuten, das war eben der Krieg, so, ja. Da gab es eben diese Fremdarbeiter, wie sie hießen. Ja, genau, die Fremdarbeiter, ja. An einer anderen Stelle fiel mir auf, dass Sie ein Wort benutzen, wo ich überrascht war, als die Mutter ankommt in Deutschland, da sprechen Sie vom der Gulag. Und da war ich ja, natürlich. Ein bisschen, Gulag. Ja, dass Sie also das Wort übertragen aus der sowjetischen Realität auf die deutsche Realität, die Eltern vorfinden. Und das und ein anderes Wort, das Sie benutzen, Sie sprechen von Pogrom einmal, als sie im Lager von der Deutschen, irgendwie geht es um eine Gruppe von, ach ja, nachts als deutsche Männer vor den Lagerhäusern stehen und sie bedrohen und sie haben fürchterliche Angst um ihr Leben auch, was diese Männer machen werden. Und da benutzen sie das Wort Pogrom. Ist mir aufgefallen und dann dachte ich, ist das bewusst geschehen, dass sie auch solche Übertragungen machen, also Gulag und Pogrom sozusagen aus einem anderen Kontext? Ja, Gulag, ja. Also was heißt Gulag? Gulag heißt, heißt genau übersetzt staatliche Lagerverwaltung. Und die gab es ja in Deutschland auch. Also da kann man ohne weiteres auch von Gulag sprechen. Und wenn es um die Anzahl der Lager geht, da gab es in Deutschland wahrscheinlich mehr als in der Sowjetunion. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo das Pogrom verwende. Aber ich weiß natürlich, dass Pogrome nur gegen Juden stattfanden. Und kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich so einfach das in eine andere Situation übertragen habe. Müsste ich
genauer Ja, nachgucken. nee, das hat Also mich eigentlich, darum, also ich das kann ist klar, dass es die Stelle gibt auch noch mal, ja, gegenüber. ich kann die Stelle auch noch mal finden, aber das ist, kam mir nur als Ja. Frage auch auf. Was ich auch interessant finde bei dieser Lagergeschichte, also einerseits zeigt das auch, was Sie vorgelesen haben, dass das Lager ein Universum ist, das seine ganz internen Strukturen hat. Darüber haben wir schon gesprochen. Auch diese Hierarchien, die ausgebildet werden, also ein Universum, das sehr abgeschlossen ist. Und gleichzeitig hat es ja immer eine unheimliche Überlappung mit der zivilen Welt. Also ich finde, das ist das Schwierige auch bei der Erfassung des Verstehens von dieser Lagerexistenz, dass sie einerseits fast außerhalb der Gesellschaft steht und gleichzeitig gibt es immer wieder diese Berührungspunkte und Überlappungen und das Lager auch so irgendwie sich verbindet in bestimmten Momenten mit der Außenwelt. Also wo man. Naja, also wenn Sie jetzt von den Nachkriegslagern sprechen, dann ist das so. Ja. Aber die Arbeitslager, die waren schon total isoliert. Die waren auch hinter Stacheldraht. Und der deutschen Bevölkerung war es unter Androhung von Todesstrafe verboten, mit den Zwangsarbeitern zu sprechen. Also da, am Arbeitsplatz mag es irgendwelche Verbindungen gegeben haben, aber die deutschen Arbeiter durften auch am Arbeitsplatz nicht mit den Zwangsarbeitern sprechen. Also da verlief schon ein Todesstreifen Ah ja. Ja. zwischen den Deutschen und den Zwangsarbeitern. Dann in den Displaced Persons Lagern war das was anderes. Die waren ja auch offen, da ging man hinaus. Das waren sozusagen freie Menschen, die konnten hingehen, wohin sie wollten, und auch die Deutschen konnten reinkommen. Das geschah zwar nie. Das war nur eine fiktive Freiheit sozusagen, weil die Grenze ja auch schon innerlich verlief. Also die Deutschen hätten sich nie zu uns ins Lager getraut. Sie hätten immer gedacht, dass sie ermordet werden. Ah ja, ah ja, Ja, ja. das war schon sehr getrennt, aber offiziell gab es da keine Trennung mehr. Obwohl schon natürlich, wenn man an den Stadtrand ein paar Häuser baut und da eine bestimmte Menschengruppe hinein verpflanzt, ist ja eine gewisse Absonderungsabsicht natürlich vorhanden. Ja. Sie haben eben den Franz Fühmann-Text erwähnt, den ich auch sehr, sehr schön finde, sehr interessant auch. Und das fiel mir Ja, auch ja. auf, dass es eine gewisse Intertextualität gibt, auch in Ihrem Buch, dass Sie mit anderen Autoren, die Stimmen anderer Autoren auch eine Rolle spielen, auch zum Beispiel Achmatowa, dass Sie einen Ausschnitt aus einem Gedicht zitieren. Welche Rolle spielen diese anderen Autoren, diese Stimmen für Ihr eigenes Schreiben? Naja, also ich komme von diesen Autoren. Ich weiß nicht, wenn ich nichts gelesen hätte in meinem Leben, dann würde ich mit Sicherheit auch nicht schreiben. Also ich bin irgendwie in gewisser Weise das Resultat dessen, was ich gelesen habe. Das ist meine Basis. Das ist meine Universität. Ja, also schreiben kann man ja nicht studieren. Also man kann es sich nur durch, also unter anderem, also ich denke, also aber auch nicht nur fürs Schreiben, sondern auch fürs Leben. Also die Musik und die Literatur, das ist das, was mich durchs Leben getragen hat. Wenn die Bücher nicht gewesen wären und die Musik, weiß ich nicht, wo ich hingekommen wäre. Und dann natürlich auch das eigene Schreiben, das insofern etwas sehr Heilsames hat, als man beim Schreiben, wenn es gut läuft, dann entsteht so eine Selbstvergessenheit, in der man irgendwie raus ist aus seinem Käfig. Man weiß eigentlich nicht mehr von sich selbst, man ist ganz in dem, was man beschreibt. Und das ist ein Zustand, den es immer wieder zu erlangen gilt, sozusagen beim Schreiben, gar nicht mal das Schreiben selbst, in diesen Zustand der Selbstvergessenheit zu kommen, wo es dann quasi wie von selbst schreibt. Also wo man eigentlich nicht mehr weiß, dass man schreibt. Es schreibt. Ja, also das klingt ein bisschen mystisch. Ich Ja. schreibe immer noch ich, Ja. aber es ist irgendwie nicht so sehr das Gedankliche dabei oder das Intellektuelle. Steuerte. Das ist alles schon gedacht eigentlich, das ist schon vorgefertigt und man muss den Moment finden, wo das anfangen kann zu fließen. Ja. So. Sie Ja. haben ja auch die Wahl gemacht, relativ radikal autobiografisch zu schreiben.
Ja. wenn ich das richtig sehe. Ich habe auch, Sie haben auch selber bemerkt, dass ich immer irgendwie hin und her gerutscht bin zwischen dem Ich des Textes und dann manchmal auch Sie selbst angesprochen haben. Wie kam es zu dieser Wahl? War das von Anfang an klar für Sie? Sie haben ja auch andere Texte mit autobiografischem Hintergrund geschrieben, aber bewusst dann auch Roman genannt. Ist das, man macht sich natürlich auch verletzlich durch eine solche autobiografische Position eventuell. Ist das, war das für Sie ein Weg, um dahin zu kommen, oder hat sich das irgendwie auch aus der Materie ergeben, sozusagen? Aus der Also Suche erstmal nach der Mutter, ja. ich habe überhaupt nie irgendwie ein Buch genannt. Das macht immer der Verlag. Ja. Also komischerweise, dieses Buch, über das wir heute im Wesentlichen gesprochen haben, sie kam aus Mariupol, da habe ich so viel Realität wie möglich zu erfassen versucht. Ich habe da nichts erfunden und wenn ich was erfunden habe, habe ich es dazu gesagt. Also ich sage, Ja. dann war das eine Vermutung. Das ist bei diesem Buch eindeutig so. Bei allen meinen anderen Büchern ist es, kann man nicht eins zu eins nehmen. Also ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil doch immer wieder viel Autobiografisches einfließt, aber das heißt nicht, dass alles so war, wie es da steht. Also eins zu eins ist das nicht zu verstehen. Ja, das ist klar, also weil jeder literarische Text ist ja immer auch schon eine Verarbeitung, ist ja schon immer Ja. eine Umformung des gelebten Stoffes. Das ist klar. Ja. Aber es gibt ja auch Mütter- und Väterbücher, wenn man so möchte, wo viel mehr das Fiktive eine größere Rolle spielt und wo trotzdem sozusagen eine Art Wahrheit, literarische Wahrheit, erzeugt wird, die uns genauso interessiert und beschäftigt in der Reflexion mit unserem eigenen Leben. Aber darauf haben Sie weitgehend verzichtet, außer in manchen eben kleinen Stellen, wie jetzt auch hier, was wir gelesen haben, dass Sie sich vorstellen, wie die Mutter in dem Moment des Ankommens, was sie fühlt, was sie denkt, was sie anhat. Dass das sind diese kleinen Momente, wo Sie etwas erfinden, was uns auch als Leser durchaus hilft, Situationen dann auch gut uns Ja. vorzustellen, sozusagen. Naja, Sie haben es ja richtig gesagt, es kommt immer auf die literarische Wahrheit an. Ja. Also, wie es wirklich gewesen ist, naja, ich weiß nicht, wen interessiert es ja. Ja. Ja, das Thema Zwangsarbeit hat nichts an Aktualität verloren. Wir haben kurz am letzten Donnerstag auch darüber gesprochen. Weltweit gibt es Arbeitsverhältnisse, die man, glaube ich, von Millionen von Menschen, die man nach wie vor als Zwangsarbeit, als Sklavenarbeit, als totale Ausbeutung der Menschen bezeichnen kann. Sie haben Mehr kurz, als damals. Ja. ja, vielleicht noch mehr als damals, und Sie haben mir interessant erzählt, dass dieses Buch auch in viele Sprachen schon übersetzt wurde. Und ein Kontext war ein asiatisches Land. Können Sie das vielleicht noch mal auch erzählen, weil das fand ich auch spannend. Also das Buch wird jetzt ins Chinesische übersetzt. In Vietnam ist es bereits erschienen. Und da habe ich mir vom Ersetzer, ich habe sehr darüber gestaunt, was hat China damit zu tun? Was hat Vietnam mit der europäischen Geschichte zu tun, mit der russischen, sowjetischen? Und das hat mir mein vietnamesischer Übersetzer so erklärt, dass die Menschen in diesen Ländern ja eben auch die Revolutionen hatten, die ganz schweren Brüche. Und bei Ihnen in diesen Ländern darf immer noch nicht darüber gesprochen werden. Es ist immer noch tabu. Also vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Und die Menschen sind begierig darauf, Stellvertreterbücher sozusagen zu lesen und sehen eine große Parallele, war mir ganz neu, zwischen ihrer Geschichte und unserer Geschichte in Deutschland und auch in Russland. Das ist für mich, ich kenne diese Länder kaum. Bin da nie gewesen und habe mich jetzt auch nicht besonders dafür interessiert. Insofern, das war für mich eine spannende Information, die ich da bekommen habe. Ja. Ja. Noch ein kleiner Ausblick vielleicht in das, was auch danach kommt. Interessanterweise schreiben Sie ja nach dem Mutterbuch das vielleicht das Vaterbuch.
Ja. Und ein Vater, der nie gesprochen hat und von dem Sie vielleicht noch weniger wissen, was die Familiengeschichte angeht. Wie konnte man da an den Stoff herankommen? Ja, das war schon sehr schwierig, also über einen Vater zu schreiben, von dem ich eigentlich nichts weiß. Also bei der Mutter ist es so, dass ich was erfahre, dass ich über Gefundenes schreibe. Und beim Vater muss ich eigentlich immer zu, das, was man nicht findet, ist ja auch ein Thema. Es ist nur sehr, sehr viel schwerer zu gestalten. Also dieses, ich hab meinen Vater ja viel länger gekannt als meine Mutter. Er ist ja sehr alt geworden und meine Mutter habe ich nur 10 Jahre gekannt, mein Vater sehr viel länger. Aber über ihn wusste ich eben sehr viel weniger, weil er sich nie geöffnet hat. Und das habe ich halt versucht, in diesem Text zu beschreiben, was es bedeutet, einen Vater zu haben, der verschlossen ist, der einem nichts zeigt von sich, von der eigenen Herkunft und was das mit einem macht. Also das war der Versuch bei diesem Buch. Und was Zwangsarbeit angeht, also habe jetzt gerade ein Buch abgeschlossen wieder, das im nächsten Jahr erscheint. Das handelt auch wieder von Zwangsarbeit, aber von moderner Zwangsarbeit, von einer Ukrainerin im jetzigen Berlin. Ja, Ja, also also. das wäre sozusagen auch meine nächste Frage gewesen, ob man auch durchaus zu deutschen oder europäischen Realitäten, nicht unbedingt nur in Asien, sondern genau in der Jetztzeit auch Ja. Verbindungen herstellen kann, auch in der Frage, wie werden Migranten in Deutschland, in Frankreich, in Europa behandelt und Ja, genau darüber schreibe, habe ich dieses Buch geschrieben, genau darüber. Ja. Ja. Also eine Kontinuität, das ist eben auch das Interessante in Ihrem Text. Es gibt unendlich viele Brüche, aber wenn man genau liest, auch viele Kontinuitäten. Also es war Krieg und dann war Frieden, aber für viele war kein Frieden. Also Ihre Familie ist eigentlich nie im Frieden angekommen in gewisser Weise. Zu viel Nein. war passiert und sie konnte es nicht mehr aufarbeiten in gewisser Weise, also gerade ihr Vater und Mutter. Und sie sind letztlich verschlungen worden, entweder im Stummsein des Vaters, der nichts mehr sprach oder nie was sprach, und die Mutter eben in der Depression, die sie auch dann zum Suizid geführt hat. Ja. Also diese Zwangsarbeit eben auch ähnlich dann vielleicht doch wie jemand, der Überlebender des Konzentrationslagers ist, dass es ein Danach nicht wirklich gibt, also nicht im Sinne eines Neuanfangs, dass der Mensch sich jetzt nochmal neu entwerfen könnte und sagt, ich bin aus dem Lager herausgekommen, aber vielleicht ist er eben auch aus dem Zwangsarbeiterlager nie herausgekommen, in gewisser Nein, Weise. ich glaube, man ist da so beschädigt, glaube ich, dass man schwer glauben kann, schwer daran glauben kann, dass der Mensch gut ist. Das, glaube ich, kann jemand, der das erlebt hat, ob KZ und aber auch Zwangsarbeiterlager, das kann man nicht mehr glauben, denke ich. Und wenn man das nicht mehr glauben kann, dann ist man eigentlich verloren. Und ich Ja. habe davon auch noch viel mitbekommen. Ja. Aber ich habe ganz andere Möglichkeiten gehabt, damit umzugehen und das zu bearbeiten. Meine Eltern hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeiten. Die waren sozusagen von dem sogenannten Bösen, das hat sie kaputt gemacht. Restlos kaputt gemacht, ja. Ja. Also Sie sprechen von Sie benutzen bewusst das Wort das Böse. Le Mal. Natürlich ist das das Ja, Böse. das Böse. Menschen zu Millionen zu verschleppen und zu behandeln wie Sklaven. Es sind ja auch sehr, sehr, sehr viele gestorben. Es Ja. sind Kinder, ich habe Glück gehabt, ich bin nach dem Krieg geboren, nicht lang danach, aber danach. Aber die Kinder, die in den Zwangsarbeiterlagern geboren wurden, die wurden ja größtenteils auch vernichtet. Man hat sie verhungern lassen oder durch Giftspritzen getötet. Na, was ist böse, wenn nicht das? Ja, also parallel sozusagen mit der politischen Geschichte und der historischen Analyse setzen Sie auch diesen Begriff des Bösen. Ja, das ist auf jeden Fall interessant und auch wichtig, diese verschiedenen Zugehensweisen auch sichtbar zu machen, in der Tat.
Ja, und Sie haben dann sozusagen auch auf die Sprache vertraut in Ihren Tätigkeiten als Übersetzerin ganz stark, aber natürlich dann auch als Schreibende, dass die Sprache vielleicht für Sie auch eine Art Rettung war, um aus dem Lager herauszukommen in gewisser Weise. Ja, das war zeitweise meine einzige Möglichkeit, sozusagen über Wasser zu bleiben. Da habe ich nicht Bücher geschrieben. Die Bücher entstehen ganz anders. Aber ich habe einfach, mich gar nicht mal immer über mich, manchmal habe ich auch irgendwelche Geschichten geschrieben, aber das war nicht zum Veröffentlichen. Das war für mich, das war mein Halt, die Sprache. Also da konnte ich etwas formen. Also etwas, was keine Gestalt hatte, was ka bedrohliches Chaos war, das in eine Form zu bringen. Das war für mich sehr wichtig und ist bis heute sehr wichtig, Und haben das Sie Gestalt, dem Gestaltlosen eine Gestalt zu geben. auch die Erfahrung gemacht der kontaminierten deutschen Sprache, dass Sie auch manchmal bemerkt haben, dass Sie diese Sprache umformen müssen, irgendwie sie anders aufgreifen müssen als diese Sprache, diese deutsche Sprache, die auch zu dieser Lagererfahrung gehört. Haben Sie da etwas auch darüber nachgedacht, ob das für Sie eine, weil mir fiel auf, der Vater nennt Sie als Kind einmal in einer Gewaltszene, da sagt er, glaube ich, Parasit und Pest oder Cholera und aber Das dieses sagt man alles Parasit, nach Russisch. ja, wo ich auch dachte, er war auch kontaminiert von der Nazisprache in gewisser Weise, wenn er so seine Kinder oder von der Sprache des Das kann ich nicht. Totalitarismus, ja, nein. Das die Nazisprache, das war die russische Sprache. Ja, Das waren die Russen. ich denke daran, dass man Juden auch als Insekten und Parasiten immer wieder beschimpft Ja. hat und diskriminiert hat. Also überhaupt diese sehr brutale Sprache, die er benutzt, also auch. Wir haben ja auch in Russland den Stalinismus gehabt und vor dem Stalinismus gab es auch sehr viel Brutalität im Zarenreich. Also das sind alles ganz typische russische Beschimpfungen. Das hat nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Und meine eigene Sprache, okay, das ist immer so eine Frage, wie viel eigene Sprache schreibe ich und wie viel ist in mich eingeflossen von außen. Naja, ist natürlich alles von außen eingeflossen. Ich muss das in mir sortieren und das tue ich natürlich auch so gut ich kann. Also man kann sich so gegen die erlernte Sprache ja nicht. Man kann ja nicht eine ganz neue Sprache erfinden. Also ich jedenfalls nicht. Also ich habe eben versucht, bei den Schriftstellern zu lernen und damit Deutsch herzunehmen. Ja. Ja, weil Sie andererseits auch ein sehr feines Gespür haben für diese NS-Strukturen, die eben auch nach 45 auch in der deutschen Bevölkerung weitergehen. Also, dass die Na Kinder klar. auch diese Redeweisen und die Eltern und wie man sie dann eben behandelt, dass das einfach in den 50er Jahren gerade noch also so geprägt war von der Zeit des Dritten Reiches, dass da in gewisser Weise auch sprachlich im öffentlichen Raum gar kein Entkommen war, um eine neue, andere Sprache zu entwickeln. Ja, Also das war nach 45 natürlich nicht sehr viel anders als vor 45 in der Bevölkerung, ne? Also die Denkweise hat sich ja nicht über Nacht verändert. Ja. Natürlich wurde die Nazisprache weiter verwendet. Also wenn man bloß an etwas so Simples denkt, wo ich erst später drauf gekommen bin, man sagte immer, der macht irgendwas bis zur Vergasung. Das war ganz normal, das sagte quasi jeder, ja. Irgendwann habe ich gedacht, Moment, Moment, was soll das denn heißen? Das kommt natürlich aus dieser Zeit, ne? Der Judenvergasung. Und ist das Russische, was Sie in der Familie gesprochen haben, ist das irgendwie, hat das irgendwie einen Einfluss auf Ihr Deutsches gehabt? Ist das da irgendwie, haben Sie manchmal das Gefühl, Einfluss auf Sprache? Deutsche. Ja, also gibt es irgendwie eine Bedeutung für Ihr eigenes Schreiben, dass Sie auch muttersprachlich Russisch sozusagen sind? Oh ja, oh ja, oh ja. Ja. Also das hat abgenommen, aber lange Zeit habe ich jeden Text quasi zweimal geschrieben. Oder
Nein, ich habe in Deutsch geschrieben, aber ich habe ihn zweimal gelesen, mit den deutschen Augen und mit den russischen Augen. Und das war dem Schreiben sehr abträglich. Denn immer wenn es mit den deutschen Augen gestimmt hat, hat es für die russischen nicht gestimmt und umgekehrt. Insofern war eigentlich jeder Text dann unbrauchbar. Ich habe mir das aber jetzt weitgehend abgewöhnt, das quasi mit russischen Augen nochmal zu durchleuchten, was ich geschrieben habe auf Deutsch. Denn dann wandert alles in den Papierkorb. Es ist einfach eine ganz andere Welt, eine ganz andere Mentalität. Und das, was ich Deutsch schreibe, es ist das Buch jetzt ins Ukrainische übersetzt worden. Ich merke, wie sehr, ich habe da auch schon einige Interviews gehabt und so weiter. Und ich merkte, wie ganz anders das gelesen wird als hier. Ja, also die Sprache bestimmt die Rezeption auch. Ja, Ja, ja. ja. Wird ganz anders gelesen. Ich bin ganz, manchmal ganz entsetzt darüber, wie es gelesen wird. Ja. Ja, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist jetzt 8 Uhr. Wir haben etwa 1,5 Stunden uns unterhalten. Es war sehr interessant für mich. Ich möchte Ihnen sehr, sehr danken, auch für die gelesenen Passagen, für alles, was Sie erzählen konnten und wollten. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Buch, weil, wie gesagt, dieses Thema eindeutig unterbelichtet ist, auch in der deutschsprachigen Literatur. Wir haben schon darüber kurz gesprochen zu einem Und wie anderen ist es in Teil. der französischen, Entschuldigung, wie ist es in Frankreich? Weiß man da über die Zwangsarbeit? Es gab ja auch viele französische Zwangsarbeiter. Ja, da bin ich leider, muss ich passen. Da weiß ich nicht, wie es aussieht in der französischsprachigen Literatur, ob das hier ein Thema ist. Das wäre aber eine interessante Frage. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, habe auch noch nicht recherchiert. Ja, aber das war sehr interessant und es gibt noch viele Dinge, über die wir auch weiter sprechen könnten. Aber ich glaube, wir haben jetzt die 1,5 Stunden. Das ist auch eine gute Zeit, um jetzt eine Pause bzw. zum Ende zu kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es Ja, war ich wirklich sehr danke Ihnen interessant. vielmals. Und ich freue mich sehr, dass das Buch übersetzt wurde ins Ich auch, ja. Französische. Ja, und ja, alles, alles Gute für Sie, für Danke. weiteres Wünsche ich Ihnen auch. Schreiben auch. Und Dankeschön. dann Alles Gute. verabschieden wir uns auf diese etwas Ja. seltsame Weise. Alles Gute und herzlichen Dank. Ihnen auch. Alles Gute. Alles Und Gute. danke Tschüss. auch an die Übersetzerin, Frau Geiser, die uns treu zur Ja. Seite gestanden ist. Danke nochmal an Marin, die Technikerin. Und Ja, ich danke auch. Man hat sie ja nicht gesehen jetzt. Wir waren immer allein im Bild. ja. Ja, vielen, vielen Dank. Nach hinten. Ja. Und Ihnen allen Alles. noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ebenfalls. Wiedersehen. Wiedersehen.